Heute Götter in Weiß Teil 2. Gleich nach dem Intro. Guten Morgen. Ich drehe das Video heute an einem Sonntagmorgens. Es ist jetzt kurz vor 9 Uhr. Aus einem naheliegenden Park. Ja, irgendwie die Köpenicker schlafen alle noch. Manchmal begegnen einem hier Jogger, aber heute irgendwie ist es auch recht ruhig. Wie praktisch. Ja, ich wollte gerne an dem letzten Video anknüpfen, denn mir sind da noch ein paar Sachen natürlich eingefallen. Es ist ja nicht so, dass das jetzt alle meine Erfahrungen mit den Göttern in Weiß waren. Man könnte ja denken, ja, damals war das so, heute ist das alles ganz anders. Nein. Nein, ist es nicht. 2007 hat das ja das ganze Jahr begonnen, aber es war ja nicht so, dass das ja dann schon alles war. Also die Geschichte geht ja weiter. Heute sind es ja 14 Jahre später. Und in den 14 Jahren habe ich auch noch mal so einiges erlebt. Wie gesagt, ich werde das hier immer wieder Videos sehen. Es geht dann wirklich auch darum, was es mit mir gemacht hat, welche Fragen ich mir gestellt habe. Und heute wollte ich aber gerne noch mal daran anknüpfen, was ich denn noch so für Erlebnisse hatte mit den lieben Doktors. Genau, also ich muss sagen, mit dieser Lungenembolie, das war wirklich so das Ereignis schlechthin. Das war wirklich so dieses, ja, wach auf aus deinem tiefen Schlaf, wie auch immer. Und es ging ja später noch weiter. Also ich hatte das leider nicht nur einmal. Ich hatte zwischenzeitlich dann auch noch eine Beinthrombose bekommen, also in der Wade. Und ich muss sagen, das war ja dann irgendwie, ich weiß nicht, so 5 Jahre später oder so. Da kommt die erste Joggerin. ja, also 5 Jahre später hatte ich, glaube ich, nochmal eine Beinthrombose. Und genau, sorry. Und damals war ich auch wieder, witzigerweise bin ich dann zu meinen Eltern gefahren. Und war dann halt wieder in diesem Krankenhaus. Das stellt ihr euch gar nicht vor. Das war dann aber ein komplett anderer Arzt. Da war ich einfach nur so hingefahren, weil ich Schmerzen hatte. Und ich würde jetzt sagen, Entschuldigung, Gott in Weiß, Nummer irgendwas, Nummer XY. Und dieser hat dann zu mir gesagt, diese Schmerzen, ja, sind Sie vielleicht umgeknickt? ja, ich so dachte, ja, ich knicke so viel um. Ja, ich knicke anscheinend nur um. Nein, ich bin nicht umgeknickt. Und ich habe ihn einst mal machen lassen. Denn so mache ich mir dann auch so mein Bild von dem Arzt. Und das war auch wieder ein jüngerer Arzt. Ich habe keine Ahnung, so um die 30. Wobei das damit ja nichts zu tun hat. Und ja, auf jeden Fall hat er dann irgendwas mir erzählt. Er hat dann gesagt, ja, wir machen das Bein einfach fest und dann wird das schon gehen. Dann kriegen Sie Krücken. Und ich habe ihm dann aber auch gesagt, Sie sollten wissen, ich hatte ja vor 5 Jahren das und jenes. Könnte das nicht das sein? Das hat ihn ein bisschen stutzig gemacht. Das merkte ich schon. Und dann kam die Frage, ja, aber wieso sollten Sie es dann nochmal haben? Ja, ich war mit 35 dann immer noch jung. Ich meine, hallo, das bin ich heute noch. Und ja, dann hat er mir das Bein eingepackt. Hab Krücken bekommen, bin da raus. Ich bin dann direkt zu meinem alten Hausarzt dann noch gefahren. Denn er hatte damals damit nichts zu tun, aber er hat ja die Geschichte mitbekommen. Und ja, er hat dann gleich gesagt, okay, Bein auspacken, wo ich mir so dachte, ja klar. Und hat sich das angesehen und hat gesagt, nee, sofort in die Klinik. Er hat dann das organisiert, das war irgendwie Freitagnachmittag oder sowas. Die hatten da ja eigentlich schon alle zu, wie das halt so ist. Freitags geht man ja früher nach Hause und so. Und da gibt es halt im Vogelsberg so eine
spezielle Klinik, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt. Und er hat sich darum gekümmert, ich wurde sofort eingeliefert. Also mein Vater hat mich dahin gefahren, das ging am schnellsten. Ja, dieser Arzt hat reagiert. Er hat es damals nicht direkt mitbekommen, er hat aber das mitbekommen, was da war. Da war schon mal eine Thrombose und Schlimmeres. Da muss man das jetzt genauer überprüfen. Ja, und dort wurde natürlich das Blut untersucht, wie ich schon erwähnt habe, D-Dimer. Und gut, das war dann etwas, da haben sie mir dann auch eben diese Spritzen gegeben. Ich war dort halt, glaube ich, weiß nicht, 5 Tage dann und dann durfte ich raus. Also ich meine, man kann dann halt laufen, es tut halt weh, aber es ist dadurch, dass es ja das Blut verdünnt wird und man sich langsam bewegt, löst sich der Thrombus auf. So viel dazu. So. Dann hatte ich noch mal so tolle Erlebnisse, also ich hatte ja mal wieder mal tolle Erlebnisse mit den Göttern in Weiß. Das nächste Mal war 2018, das war dann schon hier in Berlin. Ja, da hatte ich das hier mit, warte mal, war das 2018 oder war das jetzt? Muss mal kurz überlegen. Ich muss mal überlegen, das schneide ich dann einfach raus. Pause. Okay, kurz nachgedacht. 2018 war das. Also ich hatte das dann nochmal zweimal. Aber ich musste nur überlegen, was war wann. Also 2018 hatte ich, das war um den Januar rum, weiß ich noch, da hatte ich aber keine Schmerzen, also da gab es auch keine Thrombose dazu, beziehungsweise geht das wohl auch ohne. Da hatte ich bin dann noch zur Straßenbahn gerannt, sonst wäre die mir abgehauen. Und als ich dort angekommen bin und mich hingesetzt hatte, hatte ich so Schweißausbrüche, so kalte Schweißausbrüche, die nicht normal sind. Und ich hatte irgendwie schwer Luft bekommen. Gleich hier Alarmglocken an. Und ich bin da, glaube ich, da bin ich noch zur Arbeit gefahren. Ich saß ja eh schon in der Straßenbahn, aber ich habe das den ganzen Tag beobachtet. Gut, während ich saß, habe ich dann einen Bürojob dann schon gehabt. Genau, während ich saß, war ja nichts. Also es war ja dann den ganzen Tag nichts. Und dann bin ich nach Hause gelaufen, glaube ich, an dem Tag und weil ich das auch ganz gerne mal mache, dann habe ich halt ein bisschen Bewegung. Und dann merkte ich, das ist schon sehr merkwürdig. Also am nächsten Tag zum Hausarzt. Ja, da wurde mir dann direkt am Empfang gesagt, ja nee, heute können wir sie nicht nehmen, weil es schon so voll ist und sie sind halt zu spät. Machen sie mal einen Termin oder kommen sie halt morgen. Ich habe zu ihr gesagt, naja, aber es ist halt so, wie es ist. Diese Luft und so, Knappheit, das kenne ich schon so irgendwoher. Das wäre doch mal was. Könnten wir da nicht einfach mal das Blut untersuchen? Auf diese D-Dimer. Nee, das würde heute nicht mehr gehen. Ich soll morgen kommen, sie kann das jetzt nicht. Dann habe ich gesagt, gut, dann gehe ich ins Krankenhaus. Dann war sie ein bisschen erschrocken, aber dann hat sie gesagt, ich soll machen, wie ich denke. Gut, bin ich ins Krankenhaus hier gefahren. Ja, auch so eine Geschichte. Sollte wohl alles so sein, wie ich immer sage, es kommt alles, wie es kommen soll. Ja, das Krankenhaus war irgendwie auch überfordert. Ich glaube 2018, das war die Zeit, wo diese Grippewelle war. Und die waren natürlich mit den Grippekranken da überfordert und kaum Betten und sonstigen was. Dann war ja noch das CT kaputt. Hat sich dann später herausgestellt und ja, da musste ich erstmal warten, sitzen, warten, wie das halt so ist. Ganz lange warten, dann kam ich dran, dann habe ich das erwähnt, dass ich gerne das untersucht haben wollen würde. Einfach mal das Blut, ob das irgendwie in die Richtung Embolie geht oder keine Ahnung. Ach, das wäre doch nichts, ich würde doch hier ganz normal rumlaufen und ich so, ja, aber ich bekomme schwer Luft.
Ach ja, papalapap. Und ich hatte das aber auch schon mal. Ja, aber es kann ja gar nicht sein, weil irgendwas. Ja, dann kam ich dran irgendwann. Der Arzt hat das auch sich da ein bisschen lustig gemacht. Von wegen so, ach mein Gott, dass alle immer so was denken müssen. Haben sich bestimmt im Internet informiert und solche Geschichten. Ja, Gott in Weiß Nummer. Ja, keine Ahnung, ich würde ihn jetzt mal sagen, 7, 8, keine Ahnung. Also ich hatte ja dann schon sehr viele, aber das war dann auch wieder so ein Beispiel. Und sagen wir Nummer 7. Gott in Weiß Nummer 7 hat das Ganze belächelt und hat gesagt, ja gut, wenn Sie das wollen, machen wir diesen Bluttest und das wird wahrscheinlich gar nicht so schlimm sein. Ja. Bluttest gemacht und irgendwie war er dann doch ein bisschen überrascht, weil normalerweise ist der normale Blutwert ist, ich weiß gar nicht mehr so genau die Zahlen, bei, sagen wir mal bei 0,5. Gut, bei mir wäre das wahrscheinlich sowieso ein bisschen erhöht durch die Vorgeschichte. Und der war dann so ein bisschen erhöht, ich glaube auf 3,5. Also ein bisschen erhöht. Ja, dieser Arzt war dann so ein bisschen sprachlos, hat das dann nicht mehr so belächelt. Das Problem war, man hätte mich ja dann im Prinzip in den CT stecken müssen. Aber das Ding war ja kaputt. Ja, ich sollte dann mich hinsetzen und warten, bis das Ding repariert wird. Ein Bett für mich hatten sie nicht. Sie hatten mir dann aber schon, ich hatte ja dann schon die Nadel in der Vene, weil sie es halt ja dann das Blut abgenommen haben. Und ich sollte warten. Aber es tat sich halt damit mal nichts. Wie das so häufig ist, es tat sich nichts. Ja, dann wurde ich vertröstet. Der Mechaniker oder Techniker, wie auch immer, der kriegt das nicht hin, aber das wird dann bald. Und okay. Ja, Gott in Weiß ist dann, Nummer 7 ist dann nach Hause gegangen. Kam Gott in Weiß 8 zur Arbeit. Dann hatte ich es mit dem zu tun. Und dann ging es darum, bleibe ich in diesem Krankenhaus, was ich ja doch gerne wollte, über Nacht einfach, weil ich Angst hatte, muss ich sagen, so gefühlt Lungenembolie wollte ich ja dann, wie gesagt, meine Erfahrungen sprachen dafür, dass ich im Krankenhaus bleibe. Ja, aber es war ja alles so schwierig und ich würde ja nicht so weit wohnen. Soll ich da nach Hause gehen? Und er glaubt sowieso nicht, dass da was ist, ja, auch wenn der Blutwert so hoch ist. Dann müsste ich halt sowieso warten, weil das CT ja kaputt ist. Und dann würden sie mir halt schon mal so eine Heparinspritze geben. Und ihr werdet es nicht glauben. Sie haben mich nach Hause geschickt. Beziehungsweise, es war ja so ein bisschen kompliziert das Ganze. Und noch mit der Nadel durfte ich nach Hause. Und ja, und am nächsten Tag bin ich dann, habe ich mir morgens ein Taxi geholt. Auch schon wieder so komische Sachen. Also, das, ja, man könnte sagen, auch schon wieder verantwortungslos, aber ganz ehrlich, ich meine, ich habe da ja schon hinterfragt, so ist es ja nicht, aber ja, ich weiß auch nicht, also ich bin da manchmal auch so ein bisschen sprachlos und ich stehe dann wie von der Wand und weiß dann selber auch nicht. Also ich habe in der Nacht dann auch mit Ärzten telefoniert, auch mit Kliniken, wo könnte ich denn hin, alles voll und sonst irgendwas und wie gesagt, dann habe ich überlegt, was mache ich, habe mir ein Taxi geholt und habe mir einen Koffer gepackt und bin in ein anderes Krankenhaus in Friedrichshain. Ja, dort angekommen, haben sie dann wirklich mir nicht glauben wollen, bis sie dann die Nadel in meinem Arm gesehen haben, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Ja, es hat sich herausgestellt, es war eine periphere Lungenembolie, so ohne Thrombose einfach so, keine Ahnung. Wurde nicht herausgefunden, woher diese Thrombose kommen könnte. Und genau, also eine periphere ist im Prinzip, dass die Blutgerinnsel, die dann wahrscheinlich klein sind oder keine Ahnung, dass die durch die Lunge durchschießen und halt sozusagen am Ende angekommen nicht mehr weiter können und dort stecken bleiben. Also es war jetzt nicht so dramatisch das Ganze, aber ich finde dramatisch war einfach wieder dieser Vorgang mit den Göttern in Weiß, die dann ja meinen, ja, der Patient, der hat doch keine Ahnung. Genau, und 2020, das war dann nochmal sowas, wo ich so dachte, na gut, das war dann ein bisschen
ein dramatischer einfach, weil das jetzt wieder eine Lungenembolie wurde, ohne Thrombose oder ohne eine, die man jetzt erkennen könnte. Ich geh mal hier. Und da war das aber wirklich so, da hatte ich einen guten Arzt. Gut, also telefoniert habe ich vorher natürlich mit anderen Ärzten, da hieß es, nee, wir haben schon Feierabend, gehen Sie mal ins Krankenhaus, am besten da bei Ihnen um die Ecke, wo ich gesagt habe, nee, da gehe ich nicht nochmal hin. Und dann hatte ich mir einfach über diese Notrufnummer, Arztnummer, das ist doof in die Richtung, genau, dann hatte ich mir einen Arzt gerufen, den ich dann bezahlen musste, privat, das war mir egal, meine Gesundheit ist mir wichtiger. Dann kam auch Gott in Weiß Nummer 9, 10, was auch immer. Und das war ein toller Arzt. Also das war wirklich, er hat zwar auch länger gebraucht, aber es war dann, ich war ja zu Hause, habe mich ja eh nicht viel bewegt. Und der hat das auch wirklich toll gemacht, muss ich sagen. Ja, uns beiden war klar, was es ist. Er wollte mir keine Angst machen. Mir war das schon ein bisschen klar. Wir haben dann so ein bisschen scherzhaft gemacht, oh, ich könnte ja vielleicht das Körperli packen. So für eine Woche mal wieder. Und dann wusste ich Bescheid. Ich habe meine Freunde angerufen, die haben mich dann abgeholt und ins Krankenhaus gebracht. Er meinte einfach, dass das am schnellsten ist und am besten, und so haben wir das dann auch gemacht. Und danke, dass ihr das getan habt für mich. Sie haben dann auch noch mit mir im Krankenhaus gewartet, bis ich dann eben aufgenommen wurde. Das ging dann auch alles recht schnell. Die mehr untersucht, ja klar, auch wieder hoch. Sehr hoch sogar, und wo ich so dachte, Gott, warum denn schon wieder? Aber okay, inzwischen weiß ich das ja alles, also für mich einfach. Aber dazu später in den Videos. Ja, was soll ich sagen? Also, wie gesagt, ich will jetzt hier nicht alle Ärzte über einen Kamm scheren, aber vielleicht könnt ihr mich jetzt ein bisschen verstehen, wieso ich darüber so viel sprechen möchte, weil wirklich hinterfragen, auch dieses nochmal zu einem anderen Arzt gehen oder sonst irgendwas, da gibt es aber so viele, wo man auch woanders hingeht und am Ende das Gleiche erlebt. Ja, das ist schon echt krass. Also wirklich einen guten Arzt zu finden, ist so eine Sache. Aber gut. Ja, mich würde ja interessieren, welche Geschichten ihr zu erzählen habt. Wenn ihr möchtet, könnt ihr das gerne in den Kommentaren hinzufügen. Oder wir machen es am Ende vielleicht nochmal ganz anders. Das werde ich schauen, wer da was reinschreibt. Also wie gesagt, gerne kommentieren. Auch mal eure Erfahrungen berichten. Oder auch, wenn es hier auch Ärzte gibt, die zuhören, ist ja auch in Ordnung. Ihr könnt das ja auch etwas dazu sagen. Also ich frage mich immer wieder, wie werden denn Ärzte heutzutage ausgebildet? Also ich habe eher das Gefühl, es ist mein persönliches Gefühl, es heißt ja nicht, dass es so ist, dass das heutzutage einfach nur geguckt wird, wo ist das Problem, also welche Symptome haben wir hier und welche Tablette passt dazu, welches Medikament passt wozu. Dann werden die Medikamente genommen, es wird ja gar nicht mehr nach der Ursache geschaut. Genau, ich wollte euch noch berichten, dass all diese Dinge, die mir so geschehen sind, also diese ganzen Thrombosen, Embolien und so, da gibt es keine Ursache. Natürlich gibt es eine Ursache, aber die wurde nicht gefunden. Ich wurde ja immer auf den Kopf gestellt, um zu gucken, wo kommt denn das her, und es wurde nichts gefunden. Und damit es irgendwie besser ist, sollte ich halt diese Tabletten schlucken, und um ehrlich zu sein, wie gesagt, ich hinterfrage wirklich alles. Und auch diese Tatsache, dass ich sage, warum soll ich da was nehmen, wenn ich nichts habe? Aber gut, wie gesagt, das ist einfach nur meine Erkenntnis für mich. Heißt nicht, dass es für euch genauso ist. Wenn es einem die Sicherheit bringt, dass er dann eben diese Tabletten schluckt, die ja sehr viele Nebenwirkungen haben, also unheimlich viele, dann ist das dein Thema im Prinzip, also wer auch immer du bist und du dafür dich entscheidest, ist ja in Ordnung. Ich für mich habe entschieden, dass das für mich eben nicht geht, denn diese Nebenwirkungen sind wirklich schlimm
Und auch wenn der Arzt sagt, ja, da auf dem, was da auf dem Beipackzettel steht, das nehmen Sie mal nicht so ernst. Das ist ja nur, das steht da nur so rum. Wenn ich denke, ja, wenn es, also gut, ich äußere mich jetzt einfach nicht dazu. Ich kommentiere das nicht. Und ja, also wie gesagt, mich würde es interessieren, welche Erfahrungen ihr habt oder hattet in eurer Vergangenheit oder auch aktuell, wie auch immer, mit den Göttern in Weiß, welche Erkenntnis ihr davon mitgenommen habt. Und ja, ich finde das Thema sehr spannend. Wie gesagt, ich hatte auch diese Götter in Weiß, die auch gut waren, auf die treffe ich selten. Aber auch die gibt es natürlich. Und das freut mich sehr. Also das ist wirklich, wirklich gut zu wissen, dass es auch diese Ärzte gibt. Ja, gibt es noch irgendwas zu dem Thema zu sagen? Ich denke, es ist erstmal alles gesagt. Wunderbar. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Genießt ihn, geht raus, wenn das Wetter schön ist. Und wenn nicht, genießt ihn trotzdem. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, eure Alice.